Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA Ultimate Team. Oh yeah, und heute machen wir eine Online-Saison-Partie. Ja, mal wieder. Ich hoffe diesmal, bitte kotzt mich die Engine nicht allzu sehr an. Heute vertrage ich echt nicht so viel. Habe ich einfach mal so im Ruin, dass das jetzt super klappt mit der Mannschaft. Hier, Fitness ist auch noch über 80. Top ist das. Es ist Strop. Jetzt habe ich einen Gegner. Komm schon. Ja, los. Oh, bitte. Ey, das sieht gut aus. Hä? Wie kann der denn auf 74 kommen, wenn er nur Goldspieler hat? Das heißt, der muss auf seiner Ersatzbank so einen richtigen Kacknoob sitzen haben. Also bin ich mal gespannt, wie der damit spielt. Echt mal gespannt. Mal schauen. Und ich denke aber, das ist ein ganz normaler Spieler, der sich noch keine FIFA-Points holt. Oder der weiß, ob er das überholt. Überhaupt FIFA-Points holt, ne? Kann ja sein. Ist ja keine Pflicht, sich FIFA-Points zu holen. Und Kopf! Ah, schade. Okay, ich hoffe nur, dass der nicht so ganz so gut spielen kann. Weil ich wurde ja auch schon mal abgefertigt von einem, der gut spielen konnte. Und der eine richtig scheiß Mannschaft hatte. Schön nach außen geklärt. Ah, schade, da kommt er nicht ran. Ja, ist auf jeden Fall kein Vollkack-Nu. Oh, dem habe ich den Ball gestohlen. Und lauf. Nein! Scheiße! Das war knapp. Soundbugs! Yay! Wie ich sie liebe! Komm, hol dir den Ball. Pedro. Ja, da kommt was auf uns zu. Juan Fran, der kann flanken. Kann er das? Nein, kann er nicht. Gut abgeblockt, die Flanke. So, zurück. Fabregas kommt mit nach hinten. Spitze. Ist gut, wenn meine Mannschaft. Oh, springt der mir da rein, Junge. Was ein Pass! Und. Nein! Und. Oh, schade. Soundbugs, ja! Boah, das hat er. Wo war die denn? Ah, schade. Okay. Ja, komm schon. Hol dir den Ball. Ich hab da so einen kopfballstarken Knöpkes drin, da auch. Schade. Ach komm, jetzt lass meinen Spieler durch. Blockier den nicht so hässlich. Ja, Spielerwechsel, nice. Schön abgefangen. Schön abgefangen. Schön abgefangen. Oh, schade. Ich bin fast noch angekommen, ne? Wir haben sowas früher Kullerball genannt. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Und Schuss! Er sagt, hier ist. Hä? What the fuck macht der denn? Alter, komm. Aber läuft bis jetzt eigentlich. Alter, ist der schnell. Marcelo, der holt sich den. Wo bleibt das passgenaue Abspiel? Ups, nicht gut. Ja, und die stark Flanke geholt, abgefangen. Stark geholt. Xabi Alonso. Boah, Soldado, der ist nicht schnell, der. Oh, doch, das geht sogar. Komm, bring eine geile Flanke, mach mich glücklich. Super Flanke. Okay, da hat der Taste diese gespeichert gehabt. Keine Gefahr. Glück für mich. Der Schiedsrichter entscheidet und sofort und nein. Ihihi, holen wir. Ja, Marcelo, kein Ding. Oh, das war nice. Das war richtig gut von ihm. Das war gut von ihm. Alter Schwede. Das war einfach richtig gut jetzt gerade. Geile Flanke nach oben. Ach, scheiße, das kann doch nicht sein. Jünge. Komm, hol dir. Soldado. Schön. Ah! Kam ich nicht schnell genug hinterher.
Gut mitgespielt. Er komm, geht im entscheidenden komm, Moment komm. Dazwischen. Nein, nein. LOL, scheiße. Hä, damit habe ich mit... Also, weg damit, weg damit. Nicht durch die Mitte, ganz schlecht. Mitte ist immer doof und es ändert immer blöd. Es endet blöd meistens. Durch die Mitte klären ist ganz schlecht. Kann ich euch nur mal so sagen. Komm, vor. Das gibt's nicht. Ach, scheiße. Alter, das kann doch nicht sein. Wie scheiße spiele ich denn gerade? Ich verliere jeden Ball. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist und was ein Pass. Und was ein Schuss. Bam, den setzt er rein. Jawohl. Soldado, nice gemacht. Richtig schön. Richtig schöner Pass. Hat der Soldado auch gut an der Abseitsgrenze gewartet. Also macht auch nicht jeder. Das hat er richtig schön gespielt. Tja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Ja, aber könnte es gefährlich werden. Ach, das gibt's nicht. Braucht er so langsam annehmen. Scheiße. Mit gerechnet. Soldado. Oh, da bleibt er stehen. Schade. Ah. Oh, scheiße. Da wollte ich ihn eigentlich lupfen. Ah, ja, okay, Mascherano. Gut, der Innenverteidiger. Ist natürlich der eiskalte Torschütze eigentlich. Ja, stark gemacht. Stark gemacht. Junge, was macht der? Was macht der denn? Fabregas, Junge! Es darf jetzt kein Tor geben, ne? Das weißt du. Sonst bin ich dir sauer. Wenn das ein Tor gibt, bin ich dir ganz böse. Und das sieht hier ganz einfach aus. Dann bin ich dir ganz böse, Fabregas. Ja, okay, das hat er. Schön gemacht. Der Abwehrspieler. Oh, guck, bist du langsam. Pedro. Doch nicht so weit. Oh, wie schön gespielt. Alter, was eine geile Flanke. Da läuft er sich frei. Ah, da hätte ich aufs hintere Eck schießen müssen. Kacke. Oh, der kommt weit. Aber der kommt gut. Oh, schade. So einer müsste dann nur mal reingehen. Lol, was macht meine Verteidigung? Genau hingeschaut. Ja, okay, gerettet. Nein! Nein! Nicht durch die Mitte klären! Nicht durch die Mitte klären! Immer nach außen. So, war gut. Jawohl. Okay. 1-0. Wie wir vorhin schon gesagt haben. Ich war, denke ich mal, deutlich überlegen. Also, sollte ich gewinnen. Da muss jetzt ein bisschen mehr kommen. Der Unterhaltungswert. Komm schon. Schiedsrichter pfeift die Partie an. Die zweite Halbzeit läuft. So, erstmal spielt er zurück zum Torwart. Ich stelle es auf offensiv. Wisst ihr, weil anders kann man mit der Mannschaft nicht spielen. Die Mannschaft ist einfach offensiv eingestellt. Nein! Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Fuck! Alter! Da wird zum Eckball geklärt. Gut geklärt. Puyol. Puyol! Alter, da springt er nicht! Da springt er nicht. Aber bitte schön, das ist jetzt die Quittung, das ist der Ausgleich. Ein schöner Kopfball und unhaltbar war er auch. Ja, weil er wie aus dem Lehrbuch kommt. Der Eckball ist schon schön, aber das Tor hier, es ist doch schön. Hol dir, hol dir, hol dir. Jawohl, jawohl, jawohl. Schöne Flanke. Und? Ach, schade. Flanke, aber das Reaktionsvermögen des Gegenspielers noch besser. Oh, oh. Ja, komm, den holst du dir aber. Ist gerade übrigens Spanier-Mannschaft gegen Spanier-Mannschaft, ne? Also, möchten sich ganz gut verstehen, die Jungs. Oh, ja, genau. Bei den Casillas. Träum weiter, ne? Setzt er sich schön durch.
Was ein Pass, Junge! Tor, ja! Ja, Alonso, geil! Xabi Alonso! Bam, Junge! Genau deswegen offensiv, weil man einfach mit 4, 5 Leuten vorne ist. Und das ändert in manchen Situationen einfach das ganze Spielgeschehen. Geholt! Über außen klären. Oh, was für Kombinationen! Schade. War gerade ganz schlecht gemacht. Das Problem war nur. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Ah, da wollte ich ihm den Ball da so durchluxen. Fuck you! Scheiße. Junge. Nach außen klären. Nach außen klären. Lieber raus. Ganz sicher spielen hier. Ball landet im Aus. Das war gut gemacht. Das war verdammt gut gemacht. Aber ich bin besser. Und lauf. Komm. Gegen so einen komischen Innenverteidiger wirst du dich durchsetzen. Geile Flanke. Ah, zu weit. Schade. Zu weit. Ein ganz schwaches Zuspiel. Ja, ah, da habe ich zu früh. Da hätte ich noch eine Täuschung machen müssen. Nein, wechsel mir doch nicht den Spieler, Junge. Wenn ich mit ihm spielen möchte, dann lass mich. Scheiße. Ah, durch die Mitte geklärt wieder. Komm, weg. Ah, hol dir den doch nicht. Zeit, Junge. Mascherano hat den Ball. Marcelo. Dem habe ich da durchgeluchst. Und womit nie einer rechnet, ist mit... Ups, hä? Wozu lenke ich denn nach oben? Nein, doch der wäre so schön durch gewesen. Herr Pedro. Gute Flanke. Ja, gib mir den Spieler nicht, danke. Jetzt aber ein Spiel gewonnen. Ein Wunder. Was heißt der ein Wunder? Der hat noch keins gekriegt. Pedro. Oh, da ist mein Juan Fran schnell. Und da gibt er eine Scheißflanke. Aber er kann nicht schießen. Schade. Okay. Aber komm schon. Passiert mal. Da ist ihm der Ball wortwörtlich vor die Füße gefallen. Nee, du kommst hier nicht durch. Oh, der kommt doch durch, Scheiße. Ja, da ist doch noch einer. Komm, weg. Alter, weg. Alter, willst du mich verarschen jetzt? Weg jetzt, Junge. Soldado. Das ist ein sehr schönes Passspiel, das die Fans hier zu sehen bekommen. Nein, nicht rausziehen lassen. Nicht rausziehen lassen. Schön. Komm, den hält er. Schön gemacht. Nein, das gibt euch nicht. Spielt der Fehler hier oder was? Komm, mach einen Fehlpass. What? Okay, wie der Soundbug, den man gerade gehört hat. Denkst du? Oh, hab ich doch drüber gelobt. Scheiße, kommt der nicht ran. Ah, da kommt er auch nicht ran. Ein Versuch der Balleroberung. Fabregas. Soldado. Komm, auf Sicherheit spielen. Immer das Beste. Nein, der kommt zu weit. Schade. Ah. Habe ich wieder gedacht, dass das jetzt ein... Komm, weg. Komm. Ah, weg. Ja, okay, das war abseits. Mann. Da wollte ich eigentlich nach oben spielen. Aber macht ja nichts. Ist ja nichts passiert. 2-1 ist eigentlich nichts. Da muss ich eigentlich noch ein 3-1 draufsetzen. Wenn ich das hier sicher gewinnen will. Oh, da verliert er den Ball. Was für eine Chance.
Pedro. Lauf! Ja, nice! So will ich das sehen, Junge. Ah, da hat er nicht, ah, hat er nicht unter Druck gesetzt. Hä? Bricht er jetzt ab, oder was? Bricht er jetzt ab? Wie kann man denn in der 89. Oh, 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 und Schuss! Und nochmal Schuss! Nein! Nein! Welche Mannschaft hatte mehr Torschüsse? Wir haben es für sie ausgerechnet. Und nach vorne. Und nach oben. Schade, da läuft er nicht mit. Oh, schön gerufen. Schön. Durchgesetzt. Schuss. Ah. Gibt nochmal Ecke. Gibt nochmal Ecke. Sieht ziemlich mau aus. Und mit einem weiteren Treffer. Kommt nochmal nach vorne. Und Puyol. Normalerweise wirkt das souveräner, aber die Oh, was ein Schuss. Wer war das denn? Was ein Schuss. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Und würde ich sagen, 2-1 gewonnen. Endlich mal wieder. Ja, ist ja eine Zeit her. Ich habe die letzten 3 Spiele verloren, wer es gesehen hat. Mit diesem ganzen ergebnisorientierten Fußball. Wir wollen genau das sehen. Ich würde sagen, war ein gutes Spiel. Damit haben wir 5 Punkte. Und noch, wie viele Spiele? 4, ne? 4 Spiele. Das heißt, wir können immer noch den Aufstieg schaffen, was ziemlich geil wäre. Weil, was will man denn bitte in der Liga 8? Im Ernst. Genau, für den Aufstieg würden wir 3200 Münzen kriegen. Das wäre schon ziemlich geil. Ja. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht und bis zur nächsten Folge. Bis morgen. Macht's gut, Leute. Bis, tschüss.